Willkommen zur Folge 29 müsste das jetzt sein. Ja, wir haben eine richtig, richtig fette Pause hinter uns. Ich weiß, dass sowieso nur noch eine Person zugeguckt hat, deswegen habe ich mir das jetzt geleistet. Wären da jetzt irgendwie so, keine Ahnung, 5, 6 Zuschauer gewesen, die wirklich aktiv dabei sind, die kommentieren und so, dann hätte ich natürlich mir nicht so viel Zeit gelassen. Aber ja, ich sehe ja, ich habe ja an den View-Zahlen gesehen, dass da niemand sonst aktiv guckt, außer der einen Person, die ich kenne. Die grüße ich auch an dieser Stelle hier. Und ob noch mehr einsteigen bei den Let's Plays, fraglich. Und ja, aber für alle, die meinen Channel sonst abonniert haben, sich jetzt fragen, warum so lange nichts kommt und jetzt zufällig reingucken. Ich habe im letzten Monat nichts gefunden, was mir irgendwie imponiert hat als Let's Play so. Muss auch sagen, dass ich ein bisschen mit anderen Dingen beschäftigt bin, aber ich habe den Channel nicht irgendwie komplett vergessen oder so. Also wenn Let's Play kommt, ein Spiel kommt, meine ich, wo ich wirklich so sage, boah, das muss ich spielen, das muss ich Let's Playen, dann mache ich das und dann wird das auch hier erscheinen. Also das wird hier gewiss nicht das letzte Spiel sein. Aber ja, wir machen jetzt hier weiter. Der aktuelle Stand war, wir müssen die Arche finden, sie nach Pi bringen und sie von dort aus ins Weltraum schießen. Ins Weltraum, ja. In den Weltraum, so. Das ist der Plan. Muss ein bisschen leiser machen hier, sonst kriege ich gleich einen Hörsturz. Moment. So. Ja, ich spiele im Dunkeln. Es ist abends. Natürlich wie immer in bester Horror-Manier. Ich weiß nicht, warum ich mir das antue. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, ich bin gar nicht mehr bereit für das Spiel. Ich habe so eine lange Pause gemacht. Also dieser fucking Horror, der hier passiert, der wird mich total killen. Jetzt habe ich irgendwie ein bisschen das Gefühl, ich hätte das hier schon gemacht, diese Dinger geöffnet. Aber das weiß ich natürlich nach der Zeit auch nicht mehr. Es gibt so ein lustiges Meme auf Facebook, da ist Gandalf zu sehen. Und der guckt ganz, ganz ernst rein, das höre ich mir gleich an. Und da steht drüber, wenn du nach 100 Jahren ein Spiel wieder startest, was du lange nicht gespielt hast, und dann ist halt Gandalf da und dann steht da so: Irgendwoher kenne ich diesen Ort. Ich glaube, hier war ich schon mal. Da musste ich ziemlich lachen. Angemeldet als Catherine Chun, Theta. Haben alles zusammengepackt, was wir brauchen. Morgen werden wir das Shuttle nach Omnicron nehmen. Waren noch nie bei den anderen Standorten, Lambda ausgenommen. Klingt interessant. Hoffentlich werden sie verstehen, was wir zu tun versuchen. Omikron. Es gab Fragen über die Arche und was sie ist, aber Jasper konnte ihnen die Idee schnell schmackhaft machen. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das geschafft hätte. Bin froh, dass ich hierbei nicht alleine bin. Es hat ein bisschen gedauert, aber nachdem ich den Pilotensitz richtig anschließen konnte, wurde die gesamte Besatzung erfolgreich gescannt. Ach, das ist der Raum, in dem wir hier sind, ne? Und Catherine, wissen wir, wer das ist. Das ist unsere Gefährtin. Wo wir zuletzt einen Verdacht hatten, oder ich jedenfalls, dass sie vielleicht böse sein könnte. ACR. Der Abstieg war ein bisschen wackelig, aber es gab keine wirklichen Gefahren. Jetzt wird es etwas hakelig mit der Arche. Sie ist ziemlich schwer und ohne Shuttles müssen wir sie den ganzen Weg nach Tau tragen. Okay. Auch Claire und die anderen waren total überrascht. Sie dachten nicht, dass wir kommen würden. Vermutlich haben sie einiges durchgemacht. Das ist sowas wie ein Tagebuch, hä? So, das ist jetzt Pi. Da waren wir noch nicht. Sind auf dem Weg nach Pi. Tau hat es ziemlich schwer erwischt. Machte mir Sorgen, dass die Luftschleuse während des Verlassens nachgeben könnte. Müssen uns vorsehen, wenn wir zurückkommen. Okay, also wir sind jetzt, glaube ich, in Tau gerade. Das heißt, wir müssen aufpassen mit der Luftschleuse. Oder was heißt aufpassen? Wahrscheinlich werden wir abgeschossen, dann stürzen wir wieder ab und dann geht der ganze Horror wieder los. Hier kann man gar nicht erkennen, wie das aussieht. Das macht es nicht gerade einladender. Naja, gut. Ich will echt kein Monster mehr begegnen. Ich bin jetzt überhaupt nicht darauf vorbereitet. Wie fluten. Wie, was jetzt hier drin? Boah. Das hört sich nach einem Fehler an. Oh Leute, ich will hier einfach nur weg. Ich hab schon wieder scheiße Angst. Boah, ich dachte gerade, da kommt jetzt was rein. Ja, bitte. Bitte, sprich mit mir. Können wir die hier eben zumachen vielleicht? Dann würde ich mich besser fühlen. So, warte auf Fracht. Fracht, ID ARK 001, Nutzlast, Gewicht 20 Kilo, Benutzer Schuhen. Konfigurieren, anbringen. Vielleicht, boah, ich dachte gerade, da kommt was von oben, oh mein Gott. Scheiße. Leute, ich werde so sterben, wenn hier ein Monster kommt. Ich bin überhaupt nicht mehr darauf vorbereitet. Ich bin gerade wie beim ersten Mal spielen.
Fehler, Konfigurationsfehler. Ja, ich will was sehen, was passiert. Achso, der greift jetzt nach was. Da müsste jetzt was liegen, was er greifen kann. Okay. Und Omnitool sagt keine Fracht. Ja, ich hab's verstanden, das wusste ich. Keine Fracht erkannt. Wo könnten wir eine Fracht herbekommen? Wahrscheinlich sind aus dem anderen Raum. Hier ist ja nichts. Oh nö, jetzt muss ich nicht wieder zurück nach oben, oder? Das will ich jetzt wirklich nicht. Hier ist ein Lift. Ach, Taschenlampe haben wir auch. Habe ich ganz vergessen. Okay, was ist das? Was ist das? Es kommt ein Monster runter. Ach so, der Lift ist schon hier. Oh mein Gott. Nein. 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 Ich muss jetzt hochgehen, die scheiß Fracht finden, hier reinlegen, die runterschicken, wieder zurückkommen. Oh, ich hasse dieses Spiel. Ich weiß nicht, ob ich nochmal Horror spielen werde. Ich mein's ernst. Ich mein's ernst. Ihr könnt. Ich habe mich schon lange nicht mehr so beschissen gefühlt. Ich würde sagen, zuletzt an dem Datum, wo die letzte Folge rauskam. Okay, hier oben flackert Elkas immer rum, das weiß ich noch. Ach so, Moment, ich gehe nochmal kurz runter. Da stand nämlich, also Dive Room stand da, das ist, wo wir wohl gerade waren, hier unten. Und, sonst fährt er nämlich zum Common Room und Infirmary, wie man das spricht. Also die beiden müssen wir sonst, achso, jetzt schicke ich dir nach ganz oben, alles klar. Okay, jetzt fährt er hoch. Jetzt ist er da oben. Und jetzt gehen wir hoch und gucken mal. Boah, ey. Jetzt bin ich froh, dass wir auf dieser Etage noch kein Monster begegnet sind. Oh mein Gott, ey. Das ist der absolute Albtraum, wieder hier zu sein. Ich sag's euch. Ich sag's euch, ich hasse es. Ach so, hier ist der Raum. Die ist offen. Das ist wieder Elkas, hoffe ich. So, was für eine Fracht. Jetzt ist natürlich scheiße, dass das letzte Mal spielen so lange her ist. Weil wir gar nicht mehr wissen, was für eine Fracht. Aber ich glaube, ich habe keine Fracht gesehen beim letzten Mal. Ich kann mich jetzt jedenfalls nicht daran erinnern. Aber ganz ehrlich, wenn, dann wäre sie wohl nicht hier. Hier ist das Storage Room, deswegen gucke ich mal gerade hier. Ich weiß gerade auch gar nicht, nach was für einer Fracht wir suchen. Also null Ahnung, was da rein soll. Ich habe also keine, nicht mal den blassesten Schimmer. Dive Room. Oh Mann, ey, habt ihr das gehört? Infirmary, ich wette, wir müssen hoch. Es kann gar nicht anders sein. Warum auch? So weit weg wie möglich, damit viel auf dem Scheißweg passieren kann. Ich will nur einfach nicht wieder von einem Monster gejagt werden. Was ist hier los? Go away, Wow. Not letting you or your stupid pets inside. Wie, was ist da jetzt ein Mensch drin? Das ist eine alte Aufzeichnung. Das klang nach Catherine. Okay. Also wenn da noch ein Mensch drin wäre, das kann ich mir nicht vorstellen. Nein, das würde auch das Spiel weniger gruselig machen. Wenn da jetzt ein Mensch drin wäre, wären wir ja nicht mehr alleine. Na gut, außer er würde sofort getötet werden. Das wäre natürlich... Okay, aber wir werden auf jeden Fall keinen Gefährten aus Fleisch und Blut bekommen, der hier länger mit im Spiel ist. Okay, wie kriegen wir den Raum da oben auf? Was ist das für ein Zeichen? Hier ist jemand, der so schräg... Achso, das ist für... Das soll jemand Verletzten darstellen. Ach, vielleicht meint ihr, wir können hier in den Fahrstuhl reingehen, jetzt einfach hochfahren. Also ja, hier. So, jetzt mach ich mal diese ganze... Achso, ich wollte die ja offen lassen, damit ich weiß, wo ich schon war, ne? Hier war ja ein Computer. So, probieren wir das mal. Können wir hier... Ist eigentlich unlogisch, ne, dass wir da nicht rein können. Wir könnten ja eigentlich einfach selber hochfahren. Aber man kann sich hier nicht reinsetzen. Na gut. Was könnten wir machen, um da hochzukommen?
So, jetzt müssen wir nicht einfach aufgeben. Haben wir das schon gelesen? Ich glaube einfach ja. Okay, letzten Endes, was hier steht, ist einfach nur alles zusammengebrochen. Blabla, Monster kommen, sind am Arsch. Das waren so die letzten Aufzeichnungen von diesem Ort hier. So, Übertragung. Pi, da sind wir gerade. Wir wollen nach... Ah, nee, wir wollen nach Pi. Wir sind in... Weiß ich nicht, wo wir sind, aber nicht in Pi. Ja, okay, als ob da jemand abnehmen wird. Türverriegelung. Krankenstation. Auf. So, Problem gelöst. Jetzt gehen wir hoch. Oh Mann, ey. Ihr wisst ja, wie das ist, wenn man eine Sache aktiviert, dann kann man immer... Also, ich weiß nicht, ich habe mal mit dem RPG-Maker ein bisschen rumgebaut. Und beim RPG-Maker ist, denke ich mal, das gängig, wie es bei Spielen auch ist, dass gewisse Aktionen ein Event auslösen. Jetzt habe ich die Station da oben geöffnet. Und jetzt habe ich vielleicht ein Event getriggert. Irgendein Monster, was dann irgendwann auftaucht, an einem Ort, wo wir schon waren. Oh shit. Ist das ein Mensch? You. You're different. Go ahead. Make yourself at home. Wow. Ein echter Mensch. Lebend. Nice suit. Was? Used to have one just like it. Okay, ja doch, sie lebt. Das ist ja Wahnsinn. Das ist der gemütlichste Ort, den ich im ganzen Spiel erlebt habe, muss ich... Okay, abgesehen vom Anfang jetzt, ne, mit der eigenen Wohnung und so. Can I help you with anything? Oh, wisst ihr noch, wie gemütlich das war? Die eigene Wohnung am Anfang, wo die Musik so geballert hat und ich war noch im Badezimmer, ich habe Scherze gemacht. My me. Wir haben aus dem Fenster geguckt. Was ist das hier? Kann ich das... Ups, ich wollte mich nicht ins Bett legen. Achso, ich kann mich hinsetzen, okay. Hm, schön. Dann stehen wir mal wieder auf. Ey. Okay. Nachdem wir festgestellt haben, dass die Matratze äußerst bequem ist, müssen wir uns aber wieder der Arbeit widmen. So, hier ist ein Bild. Rückseite ist nix. Okay, also Natur. Noch mehr Natur. Sieht schon fast aus wie ein Ölgemälde hier. So, dann haben wir hier noch mehr Natur. Schön, sehr schön. Oh, das ist wahrscheinlich sie. Schwarze Haare. Gesicht erkennt man natürlich nicht, aber Hautton und Haare kommen hin. Okay, Natur, 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 Natur. Ich spreche sie gleich an. Also, ach nö. Das muss ich nachher machen. Oder muss ich mich vielleicht wieder entscheiden, ob ich sie am Leben lasse oder nicht, so wie unser eigenes Ich damals selbst. Aber da war die Abschaltung ja korrekt, weil ich kann den ja nicht mit den ganzen scheiß Monstern hier zurücklassen. Was ist das hier? Irgendwas blockt mich am Boden. Oh, können die kaputt gehen? Das will ich jetzt testen, auch wenn das albern ist und nicht... Boah, das sind ziemlich massive Teller. Ach, hier ist ja auch ein... Achso, ja klar, ich bin ja wegen dem Lift hochgekommen. Okay. Ja, hier ist in dem Raum sonst nichts Auffälliges. Küche. Ja gut, dann gehen wir mal ins Eingemachte hier. Also. Wie, das ist die Arche? Das ist die Arche? Ich bin blind, das habe ich eben gar nicht gesehen. Ich habe mir die Bilder angeguckt und hier steht so fett Arche. Okay. Wie haben sie gefunden? Ich bin überrascht, muss ich sagen, Frau, wie auch immer sie heißen. What are you doing? What are you looking for? Intercom? Zentrale? Achso, jetzt kann ich wieder überall anrufen. Rufe ich gerade bei uns selbst an? Nee, ne? Reaktorkontrolle? Da wohl irgendwo jemand abnimmt. Ich meine, wofür sind die Optionen da, wenn es nicht geht? Achso, hier sind wir gerade in Auclairs Büro. Ja,
Das würde mich auch schwer wundern, wenn irgendwo jemand abnimmt. Ich meine, was soll er sagen? Hey, was geht ab? Ich bin hier verschlossen und so. So, Türverriegelungen sind hier wieder. Ah, ich kann es sogar abschließen, da sind wir richtig bombensicher. Oh, warte mal, wenn hier gleich ein Monster spawnen sollte, was ich nicht glaube, aber wenn. Fotos. Oh. Ah, komm zurück. Oh, jetzt sehen wir mal die Crew. Ist das Catherine? Nee, ne? Das ist bestimmt Akers. Das behaupte ich jetzt einfach mal. Das könnte Catherine sein. Könnte. Aber sie sah eigentlich älter aus und wenn ich mich recht erinnere, hatte sie auch kurze Haare. Aber es gibt ja verschiedene Lebensabschnitte und so. Ja. Notfallrotation von Nadine Masters. Wenn sie genau prüfen, welche... Warte mal, der Anruf ist hier noch am... Kannst du mal aufhören hier? Danke. Ich merke das jetzt erst. So. Wenn sie genau prüfen, welche herkömmlichen Chemikalien und Mischverbindungen sich in Pathos 2 finden lassen, sollten sie damit Notfallsituationen überbrücken können. Okay. Pathos 2 sind wir da? Weiß ich nicht. Ernährung durch die Venen von Richard Holland. Das macht unsere Kollegin hier wohl gerade. Eine Anleitung, um bewusstlose oder komatöse Kollegen mit Infusion am Leben zu erhalten. Habt ihr gesehen, wir haben uns gerade bewegt. Veränderungen nach Bauabschluss von Astrid Krier. Okay, ich hab's deutsch vorgelesen, egal. Methoden zur Platzschaffung für zusätzliche Nutzlast, nachdem die Geschosshülse gebaut wurde und Delta verlassen hat. Okay. Okay. So, kein Alien. Wieso stehe ich auf dem Tisch? So. Ja gut, dann sprechen wir jetzt mal. Sarah Lindwall, Payload Technician at your service. A rare sight, am I right? I'd say so. You're the first normal living human I've seen. There's not many left down here. Most of them are up on the plateau. You mean at Omicron? Yeah. There's no one alive at Omicron. You've been there? I've been all over. The power plant at Upsilon, the ruins of Lambda, the abandoned Delta, Theta. You've been to Theta? There's not a lot left of Pathos 2. And I'm the only living person you've met? You mean I'm the last living human on the planet? I'm sorry. Who are you again? Simon Jarrett. Stationed out? Nowhere. I used to work in a bookshop in Toronto. Story. Then what the hell are you doing here? I'm trying to find the Ark. Why would you? How do you know about that? I've heard it's the last hope for mankind. Damn right it is. Now what do you want ich with hab gehört, it? Sie ist hier gleich in der Nähe. Launch it into space. That was the plan, all right. I've been guarding it ever since we brought it back to Tau. I just couldn't bring myself to let go. Dein Ernst? Tell you the truth. I don't have the strength to argue. And I certainly don't have the time to wait for the next sentient thing shuffling through here. Go ahead. Take it. Thank you. Can I get you anything? Do anything for you? You could kill me. Good one. I still can't believe I'm the last one. It's crazy. I'm glad you came by. Good to get this over with. If I knew you'd come, I would have cleaned this place up a little bit. Lol. Sie sagt, hier nimm die Arche. Also, ja, danke. Danke. Danke, dass du mir die letzte Menschheit aushändigst. THX. Ach so, ja, jetzt muss ich das zum Aufzug bringen. Und, das ablegen, ne? Vielleicht wartet unten ein Monster, klaut das Ding und läuft weg. Dann dreh ich durch. Nein, das, das wäre total albern. Ich leg das mal eben da rein. Die Frage ist jetzt, ob wir... Sorry, der musste sein. Ah, hier liegt noch ein Bild. Ob wir die Dame... Also ich würde sie nicht deaktivieren. Wisst ihr warum? Hier drinne waren ja gar keine Monster bis jetzt. In diesem ganzen Abschnitt nicht. Und angenommen...
Ja, angenommen, das klappt mit der Arche, dann verreckt sie ja trotzdem hier. Gut, das war jetzt nicht die schlauste Überlegung. Ich wollte irgendwie sagen, sowas wie angenommen, wir kriegen diese Monster tot, dann... Okay, sie wird wahrscheinlich vom nächsten Monster zerfetzt, was hier langkommt. You serious about me killing you? No, I'd love to hang around here until I dry up to the size of the ring. Simon, this fucking sucks. I don't want to live like this. Na gut. Ich mach's einfach. Would you stay with me, please? Nope. Spaß. It won't be long. War nur ein Witz, ich bin hier. Please, just ich bin hier, alles okay. Bisschen Humor am Ende. Macht es erträglicher. What a crazy thing this was. Life. At least I won't have to turn 30. Hooray. Wish I could have died at home with my friends. Tja. Have you ever been to Greenland? Noch nie. It's very beautiful. Well, at least when you get out of the city. Nanoq is busy, and yes, there's like 12 million people trying to get around, but it's a great place. Or rather, it was a great place before the comet ended it all. You know what? I prefer it this way. I liked Paphos. Liked my colleagues. Ian, Nick, Jasper, even Catherine. Warum sogar Catherine? Ist sie doch böse? People thought she was weird because she was quiet, but she was cool. Hm. Simon, ja, are you still there? Ja, ich bin da. I'm here, Sarah. Don't let him die, okay? Send them out there to the stars. Ich finde immer noch ganz komisch. Also die Vorstellung, dass wir die Arche ins All schießen und alle da weiterleben, das ist ja halt nur eine Illusion, weil es sind ja keine echten Menschen mehr da drin in dem Teil. Das sind ja nur noch Kopien. Okay, wir spielen jetzt auch eine Kopie, aber die hat eigentlich nur Empfindungen, weil wir das empfinden. Aber aus der Sicht der Kopie... Ja gut, in dem Spiel hat sie Gefühle. Also scheinbar sind die Maschinen, Chips, was auch immer, so konzipiert, dass diese Menschen Gefühle haben können. Es ist trotzdem irgendwie krass, sich vorzustellen, dass das Original hier zurückbleibt. Also, ihr müsst euch das so vorstellen, dass es auf einmal ein Duplikat von euch gäbe und ihr würdet einfach zurückbleiben und sterben. Und da oben lebt irgendwas weiter, was halt eine Kopie von euch ist. Aber das seid nicht ihr, das bekommt ihr nicht mehr mit, das lebt ihr nicht mehr. Es ist halt irgendwie wie so ein Fake, wie so eine Illusion, als ja, es ist halt vorbei, wir sind alle tot. Black box is inactive. Probably found a way to switch it off. Black box ist inaktiv. Ob das jetzt ein Hinweis auf irgendwas war, also dass sie in Bezug auf sie, ich weiß es nicht. Ich schick's runter. Und dann geben wir auch gleich Gas. So, jetzt werden bestimmt kein Monster auf dem Weg begegnen, denn das wäre zutiefst behindert. Okay, aber ich bewege mich trotzdem schnell. So. Wenn es in meinen Ohren knistert, dann möchte ich schnell weg. So. Und, wo ist er? Achso, im anderen Raum. Da. Da ist die Arche. Okay, Leute, wir machen an dieser Stelle eine kleine Pause. Und in der nächsten Folge werden wir dann die Arche einpacken, rübergehen nach Pi. Und das Teil in den, ja, ins Weltall schießen. Wenn das alles so einfach klappt. Ich bin gespannt, wie das enden wird. Ich bin so gespannt, wie das ausgehen wird. Und ich glaube, die werden uns mit so richtig schlimmem Horror am Ende nochmal so richtig kaputt machen. Aber ich hoffe es nicht. Ich weiß nicht, ich bin da zwiegespalten. Aber ich nehme es so, wie es kommt. Also, bis gleich.